Lebendig reden ist das Thema der Zeit. Warum? Wie entwickeln sich eigentlich Menschen, wenn sie falsche Kommunikationssignale vor sich hertreiben oder auch andere damit quasi infizieren, um es mal ganz aktuell zu sagen? Was passiert eigentlich mit Menschen, die Geschäftsideen haben, aber sie nicht richtig rüberbringen können mit Worten? Und was passiert eigentlich mit Unternehmen, und hier sind die gestandenen Unternehmen angesprochen, wenn sie glauben, hier und da ein, zwei Sätze mal erzählt zu Mitarbeitern oder zu ihrem Bankpartner oder zur Förderstelle und dann läuft die Sache schon. Diese ganzen Kleinigkeiten besprechen wir heute mit einer, ich sage nicht nur Expertin, sondern Profi-Spezialistin, Super-Power-Frau, direkt aus Berlin bei uns hier in die Studioaufnahme, hätte ich fast gesagt. Warum? Ich habe diese Frau kennengelernt bei einem Ultimate Business Fighting. Es war so eine Art Wettbewerb der Besten. Und da konnte ich mich von der Leistungsklasse von dieser Frau überzeugen. Und ihre Webseite heißt lebendig-reden.de. Und Sie merken schon, lebendig reden, das ist genau das, was ich will, dann sind Sie hier auch genau richtig. Warum? Es geht darum, dass wir einfach mal merken, wir als Entscheider, wir wirken durch Worte. Wir wirken durch Worte. Wir können auch so tolle Businesspläne haben, aber es muss ja einer miteinander reden und das Unternehmen auch präsentieren. Und das alles heute von einer Frau, die Staatsanwälte trainiert, die Chefärzte trainiert, die aktuell sogar seit Jahren, oh Gott, nicht aktuell, sondern seit Jahren eigene Radiosendung führt. Das heißt, sie lebt in der Praxis und nicht nur in der Theorie. Und das seit vielen Jahrzehnten. Und ich heiße heute herzlich willkommen Petra Schwarz. Hallo! Hallo Kai, was trinkst du? Nach so viel Lob. Ich bin gleich an der Decke hier. Aber das stimmt, was du gesagt hast. Also ich mache das schon viele, viele, viele Jahre. Und nicht nur Radio, sondern auch Fernsehen und ganz viel. Weiß. Also alles. Das musst du nicht selber machen bei uns. Ich möchte Kommunikation zu tun hat. Wir reden hier mit Petra Schwarz, die Moderatorin verschiedenster Veranstaltungen, um es mal nett auszudrücken, Großveranstaltungen und für wen? Für den Bundeskanzler, für Olaf Scholz. Und da müssen Sie auch nicht positiv oder negativ sein oder irgendwelcher Partei zugehören. Es ist einfach mal Respekt, warum wer mit solchen Menschen arbeiten kann, die in solchen entscheidenden kommunikativen Situationen auch dementsprechend die Lage beherrschen, die sollten wir doch bei uns hier mal sprechen und ihr ein paar Tipps aus der Nase ziehen. Darum, solche Entscheider kaufen nur die Besten ein. Und das ist entscheidend dafür, dass sie das Beste auch bekommen. Das wollte ich noch hinterherhängen. Ich wollte noch so 1000 Sachen sagen, aber es ist ja immer so viel Gequatsche da draußen. Und die Leute, die uns schon so lange kennen, wissen auch, dass wir da überhaupt nicht draufstehen. So viel Blabla. Und deswegen, ich spare mir jetzt das ganze Gequatsche. Und nochmal willkommen bei uns hier und ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch, Kai. Das finde ich ganz, ganz toll. Auch schön, dass ich dich da kennengelernt habe. Also das ist für mich auch eine Bereicherung. Das ist sowieso eine Bereicherung in meinem ganzen Leben, in meinem mehr als 40-jährigen Berufsleben, dass ich so viele tolle Leute kennenlerne. Also Bundeskanzler, ja, und Bundeskanzlerinnen vorher und so weiter. Aber eben ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedener Couleur und auch so auf ganz verschiedenen Stufen, jeweils in Entscheidungspositionen. Also das ist einfach, das ist ein Riesenfund. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen, weil wir haben ein bisschen Zeit, also nicht so viel, aber doch ein bisschen etwas. Wir haben ja jetzt nicht jeden Tag bei uns Gäste und das ist ja auch bewusst so gehalten, dass wir ganz große Spezialisten bei uns nur dann darstellen, ob es Spezialisten im Marketing sind oder wie heute jetzt mit ihren Kommunikationen. Dafür danken wir auch. Warum? Dann bekommen ja unsere Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, wo sie es gerade hören und sehen, auch einen Einblick darum und daran, was da so passiert. Ich kaufe auch ungern so die Katze im Sack. Und heutzutage in den sozialen Medien kann man ja viel dann auch recherchieren. Und das finde ich ein tolles Format. Auch so deine ganze Leistungsvielfalt kann man ja gar nicht in einem Podcast machen, das können wir ja stundenlang besprechen, aber lebendig-reden.de, da finden Sie Petra Schwarz. Da können Sie auch alles noch sehen. Sprechproben, 1000 Sachen, Hörbücher sprechen, Rhetorik, stehen vor der Kamera. Aber heute machen wir, und da komme ich zur ersten Frage, für bestehende Unternehmen, wir haben das im Vorfeld natürlich besprochen, wir haben uns jetzt nicht gerade zufällig getroffen und auch nicht gerade plötzlich hier irgendwie an der Kneipenbar, sondern wir haben uns Gedanken gemacht, wie Sie als Zuhörer, Zuschauer das dementsprechend auch für sich nutzen können und haben da auch schon ein paar Stunden investiert. Das, was Sie jetzt hören, ist also das geschmolzene, das geronnene
an Informationen, sonst können wir ja wirklich Stunden reden. Also, Petra, sag, wir haben ja gesagt, wir wollen uns in diesem Teil um gestandene Unternehmen kümmern, die kommunizieren. Wir haben jetzt im Fördermittel-Podcast das Thema oder auch überhaupt auf der ganzen Fördermittelschiene oder Finanzierungsschiene immer wieder, wir machen das ja auch, ja, jetzt verstärken wir das, vielleicht mit deiner Hilfe, das wäre fantastisch, dass wir Menschen dazu besser befähigen, und wir sind keine Lehrer, ihre Geschäftsidee besser zu präsentieren, bei Verhandlungen besser zu glänzen. Es gibt ja so tolle Bücher wie du bist, was du verhandelst und all so ein Kram. Das kann man sich anlesen. Aber was wir mit dir besprochen haben, ist, dass du Tipps raushaust oder auch bei uns in die Praxis umsetzt. Schleifen am lebenden Objekt, habe ich das genannt. Schöne Formulierung. Ja, was soll das sein? Ich bin kein Freund davon, sich 10.000 Kurse, Videos und Bücher anzulesen zum Thema Kommunikation. Das muss man mal, und dazu muss man auch ein gewisses Ego zurückstellen, und dann kannst du freie Bahn gleich mit deinem Reden machen. Man muss, also ich glaube, man muss gar nichts, aber ich glaube, es ist extrem entscheidend, dass Entscheider Worte wählen, die dann auch eine Wirkung verursachen. Wir kennen das alle, Menschen reden und man fragt sich, was will er mir sagen? Und in Bankgesprächen, Förderstellengesprächen, haben wir ja nicht irgendwie jetzt stundenlang Zeit oder wir haben nochmal einen zweiten Anlauf. Das muss ja beim ersten Schuss in Anführungsstrichen sitzen. Also, gestandene Unternehmen, wo siehst du da Chancen überhaupt, egal in welcher Situation, von Geschäftsführer, Inhaber, wo hast du also die ersten 2, 3 Gedanken zum Thema lebendig kommunizieren? Ja, also Kai, vielleicht vorab, was meine Kunden an mir mögen, lieben und deswegen mich auch einkaufen, ist, dass ich eine Frau aus der Praxis bin. Das heißt, ich habe mir das nicht angelesen, was ich mit Leuten mache, wie du sagst, mit ihnen schleife, sondern das habe ich selber gelernt in 40 Jahren. Kamera, Studio, Radio, Bühne. Und da kannst du dir vorstellen, was ich da alles erlebt habe, was da alles an Situationen war. Und das genau kann ich weitergeben. Natürlich kenne ich Basics von Kommunikation. Ich kenne alle möglichen Theorien. Die gebe ich auch spielerisch so nebenbei übrigens weiter, ja, weil das auch wichtig ist, ein paar Mechanismen zu kennen, ein paar Basics zu kennen. Aber das Gute ist, ich kann aus der Praxis viele, viele Dinge weitergeben und kann mit Leuten, weil ich das eben jetzt auch schon 30 Jahre mache, sehr, sehr praktisch arbeiten. Und das ist das Plus, was ich habe und was die Leute an mir mögen. Übrigens, ein Chefarzt hat mal über mich gesagt, ich bin noch nie so sympathisch getriezt worden. Das geht so ein bisschen in deine Richtung schleifen. Und genau so funktioniert es auch. Das heißt, genau genommen sind es 2 Grundlagen, die ich wissen muss, die ich kennen muss, um wirkungsvoll kommunizieren zu können. Ich muss meine eigene Wirkung kennen. Das heißt, ich muss wissen, wie komme ich bei den anderen an. Und das Zweite sind die anderen, nämlich meine Kommunikationspartner. Man sagt in der Theorie die Adressatenorientierung. Das heißt, wenn ich diese beiden Größen mich selber kennen, in meiner Wirkung kennen und den anderen analysieren können, ganz kurz und natürlich nicht tiefgründig, aber so nach dem Motto, was ist das für ein Typ, wie tickt der, wie komme ich an den ran? Das sind die entscheidenden Dinge beim Kommunizieren. Deswegen sind übrigens die meisten Kommunikationstheoretiker von Hause aus Psychologen oder Psychiater. Also fangen wir an bei Freud, gehen wir weiter über Václavik hin zu dem heute immer noch und ganz lange schon angesagten Friedemann Schulz von Thun. Das hast du ja bestimmt auch schon gehört. Ja. Das sind von Hause aus Psychologen und das ist die Grundlage fürs Kommunizieren, nämlich zu wissen, wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das? Es sind eben nicht nur die Worte, du hast jetzt das schon mehrfach erwähnt, Worte sind natürlich wahnsinnig wichtig. Wie benutze ich sie? Wie gebrauche ich sie? Aber wie ich das mache und ich als Persönlichkeit, das ist das Entscheidende, dass man darüber ein bisschen was weiß und ein bisschen was ergründet. Und du hast völlig recht, nein, durch Anlesen oder durch Tipps im Internet finden, funktioniert das nicht. Das kannst du mal vergessen. Also da musst du wirklich sehr, sehr praktisch oder sie müssen sehr, sehr praktisch an die Sache rangehen, wenn sie sich denn da verbessern wollen. Und das mache ich mit Leuten. Ich arbeite mit Kamera. Manche sagen immer, oh, um Gottes Willen Kamera, aber wenn wir es einmal gemacht haben, merken Sie, wie toll das funktioniert mit der Kamera.
Und dann versuche ich spielerisch mit den Leuten, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute auch daran Spaß haben, genau deren individuelle Kommunikationsstrategie und Taktik zu entwickeln. Was wirkt bei demjenigen oder eben bei mir? Wie und wie kommt es rüber? Und wie kriege ich das hin, dass der andere mir zuhört und dass ich den anderen zu fassen kriege? Denn das ist ja das Wichtige. Also gerade auch, wenn ich mit Banken spreche, muss ich ja hinkriegen, dass der Mensch in der Bank mich für voll nimmt und meine Persönlichkeit erkennt. Davor muss ich aber meine Persönlichkeit kennenlernen und vor allem, wie sie rüberkommt. Also das Stichwort Wirkung ist ein ganz, ganz großes. Und wenn du mir gestattest, kann ich vielleicht da noch die drei Aspekte sagen, die bei Wirkung so wahnsinnig wichtig sind. Ich nenne das immer die Zahnziehmethode. Es gibt Wahrnehmungspsychologen, die das seit Hunderten von Jahren untersuchen, wie wir auf andere Menschen wirken oder wie andere Menschen auf uns wirken. Und vereinfacht gesagt sind das drei Aspekte. Also das Was wirkt die Botschaft? Das Wie wirkt etwas? Darunter verstehen die Stimme und Sprache. Und das Wer, sprich die gesamte Persönlichkeit, alles, was nicht Stimme und Sprache ist. Aber letztlich gehört zwei und drei sehr eng zusammen. Und ganz viele Leute denken, es ist wichtig, wahnsinnig viel Botschaft rüberzubringen. Und ich konzentriere mich vor allem darauf, dass ich meine Inhalte rüberbringe. Ja, wunderbar. Aber das Entscheidende, zu 93% macht die Wirkung die Persönlichkeit inklusive Stimme und Sprache. Und wenn ich das hinkriege, dass ich meine Persönlichkeit besonders gut rüberbringe, sehr überzeugend bin, und gerade bei Banken ist das wahnsinnig wichtig, ich meine generell im Leben, aber wenn es ums Geld geht, muss ich besonders gut überzeugen können, dann muss ich eben um diese 93% wissen und ich muss wissen, wie ich an der Geschichte arbeiten kann. Und das mache ich mit Leuten. Das ist das Entscheidende. Und dann kommt es hinzu, dann können wir uns von den 100% übrigens verabschieden, von dem 100% denken und können sagen, pass auf, wenn die Persönlichkeit besonders gut und überzeugend rüberkommt, meine Persönlichkeit und meine handwerklichen Mittel, Stimme und Sprache, dann kann es übrigens sein, dass viel, viel mehr als 7% meiner Botschaft, meines Inhalts rüberkommt. Ich behaupte dann immer, wenn das stimmt mit der Persönlichkeit, dann kriegst du bis zu 100% Botschaft rüber. Und das wollen wir doch alle, oder? Ja, das ist ja das, warum wir auch jetzt diese Aufstellung haben oder diese ganze Themenvielfalt. Wir haben ja bei uns auch schon diese Trainings, als bisher ohne dich. Und wir sind ja sehr hart. Das weiß ich auch. Wir sind ja jetzt nicht so spielerisch, also weil wir das nicht den ganzen Tag machen. Wir machen das vielleicht, können Sie ja vorstellen, so 400 Projekte im Jahr. Hey, ich falle dir kurz ins Wort. Hart ist es bei mir auch. Es wirkt spielerisch. Nein. Ich sage dir, du, ich haue richtig drauf. Was ich meine. Ja, aber du bist ja nun, also was ich an dir natürlich fantastisch finde, ist, du bist ja jetzt nicht so ein junges Häschen und das ist nicht despektierlich gemeint, aber unsere Kunden sind ja im Kern, wenn wir mal vom gestandenen Unternehmer reden, das kann jemand mit 25 schon gestanden sein. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich meine, Erfahrung hat derjenige Mensch. Ob er es mit oder Familienunternehmer oder ohne. Oder der ist irgendwie schon früh ins Management eingestiegen und will sich jetzt irgendwie mit Anteile kaufen. Oder da ist ein Team in der Gründung und der eine ist 48, der andere ist 32, der andere ist 25, weil er ein toller IT-Techniker. Heutzutage ist ja viel, viel mehr möglich, verschiedenste dynamische Prozesse in Wort und überhaupt in Präsenz abzubilden. Und das machen wir jetzt ja auch schon, damit wir nicht einfach mal so blank bei einer Förderstelle mit solchen Menschen stehen. Warum? Für jedes unserer Gespräche bei einer Förderstelle oder bei einer Bank oder Förderbank oder Investorengespräche sagen wir, ist Champions League Finale. Das ist dann, es gibt keinen zweiten Versuch. Und ich rede jetzt nicht vom Pitch, sondern ich rede schon von einer Präsentation, ob jetzt mit unserem Businessplan oder bei Canva oder 1000 Sachen. Und wenn dann jemand so wie so ein nasser Sack in den Seilen hängt, ja, weil der nicht weiß, und das meine ich ja, weil der nicht weiß, wie das in so einem Gespräch wirkt und weil der sich vorher selber nicht gesehen hat auf einer Kamera, wir machen heute auch schon Kameratraining, dann ist der Deal meistens kaputt. Und der kriegt dann wirklich keinen zweiten Schuss. Und egal, ob welchen Geschlechts, weder bei Berlin, ob Mann, Frau, divers, das haben alle. Warum? Weil wir es alle nicht in der Schule gelernt haben. Okay, so ist es. Nicht gegen unsere Schule sein, aber ich hätte heute einen anderen Lehrplan mir gewünscht, weil wir ja heutzutage wissen, auf was es ankommt im Leben, also mehr als vor 40 Jahren. Und das ist das Thema. Also für die alle, die das jetzt hören und sehen, ganz entscheidend ist, es geht darum, eine Situation mit der Petra vorher durchzuspielen. Die Petra ist auch so hart wie wir, aber sie ist einfach netter.
wie ich. Ich versuche es, genau. Ja, und das ist das Thema, warum, dass dann bleibt es mir hängen. Wir sehen ja auch bei uns in den ganzen Trainingseinheiten, wenn wir sowas machen, das ist ja parallel zur Planung, Finanz- und Fördermittelentwicklung, da fehlt bei dem einen oder anderen vielleicht so eine Selbstüberzeugung. Und wenn jemand selbst überzeugt nicht ist, weil er von vielen Seiten auch von außen Druck bekommt, seine Freunde reden ihm das ab, die Familie steht nicht dahinter, das können wir ja nicht alles beeinflussen. Also konzentrieren wir uns halt auf den Menschen und haben dann solche wirklich Mega-Profis wie dich dabei, hoffentlich in Zukunft mehr davon, dass diejenigen sich auch, ja, das ist einfach Champions League. Da spielen halt nur die Besten. Und so ein Banker will halt, der nimmt sich ja einen ersten Eindruck. Und das ist das, was wir hier auch übermitteln wollen, dass dieses, du hast ja von Watzlawick gesprochen, man kann dich nicht kommunizieren, das ist ja auch ein großes Thema. Körpersprache ist halt wie der erste Eindruck. Genau. Wir machen jetzt kein Lauftraining wie hier bei Germany's Next Topmodel. Und wir verkleiden auch keine Menschen, wenn die vorher keinen Anzug anhatten, müssen sie auch keinen Anzug tragen. Aber grundsätzlich, wie ist der Auftritt dieser Person, die Antragsteller ist, darauf hat das Ganze natürlich von uns schon Einfluss. Und Kai, ich will mal gleich einwerfen, ich mache auch keine Rollenspiele, weil das gerade passt ganz gut. Ich mache wirklich Trainings, wo wir uns in die reale Situation reinversetzen. Also der Mensch, mit dem ich trainiere, ist immer der Mensch, der er ist. Und er spielt auch keine Rolle, sondern er will genau das rüberbringen, was er eben in der speziellen Situation, zum Beispiel in der Bank, dann machen möchte, um die Fördermittel dann wirklich einzufahren. Und insofern ist das, also da geht es um Authentizität, da geht es darum, authentisch zu sein. Und bei mir geht es darum, den Menschen zu stärken in dem, was er kann. Also das berühmte Stärken, Schwächen, Schwächen. Ne? Also insofern nicht irgendwo reindrängen, was bei ihm nicht passt, sondern eben wirklich hinzukriegen, dass diese Persönlichkeit so überzeugend, wie sie an Tag X eben ist und sein kann, darüber kommt. Und da ist eben die Persönlichkeit das A und O. Sich seiner bewusst zu sein, was kann ich nicht. Da machen wir ganz, ganz, ganz praktische Beratung, ganz praktisches Training und das funktioniert gut, weil ja eben stimmt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wenn wir uns lange kennen und nach 10 Jahren vielleicht sagen, am Anfang, als ich dich gesehen habe, fand ich dich doof, aber jetzt finde ich dich toll. Die Chance besteht ja in so einem Gespräch nicht. Das Gespräch muss ja sitzen. Ja. Da muss ich ja mit allem reingehen, was ich so habe. Und ich sage immer, mit allen Pfunden wuchern, die ich so habe. Und das ist wirklich meine Erfahrung. Und das ist das Gute. Ich kann da eben aus 40 Jahren selber schöpfen. Je mehr ich bin und das hinkriege und meine Qualitäten kenne und die auch ausspielen kann, da kommt wieder das Wort Spiel. Merkst du es, umso besser werde ich sowas hinkriegen, umso überzeugender werde ich in so einem Gespräch sein. Und darin bestärke ich Leute. Und übrigens, wenn ich das nicht könnte als Kommunikationstrainerin, nämlich um die Beziehungsebene zu wissen, um die Wichtigkeit der Beziehungsebene, siehe Friedemann Schulz von Thun, 4 Seiten einer Nachricht, wenn ich das selber nicht könnte, dann könnte ich nämlich auch das nicht verbinden, dieses vermeintlich nett sein, freundlich sein und dann aber, wie ich es gerne etwas drastisch nenne, draufhauen. Also das mache ich natürlich nicht, wenn überhaupt, dann mit Worten. Aber da wir uns gut verstehen, da wir eine gute Beziehungsebene haben im Training, und da klopfe ich mal auf Holz, das mache ich immer so, kann ich dann sehr, sehr, sehr offen und übrigens sehr hart, um mit deinem Wort zu sprechen, das mit den Leuten besprechen. Und dann sagen die sogar, obwohl das oft sehr hart ist, gib mir mehr, lass uns da weiter an der Stelle arbeiten. Das macht ja unseren Kunden sicherer. Das ist es ist so toll, was du da siehst an Entwicklungen bei Menschen, wenn sie an die Hand genommen werden, aber in eine professionelle Hand natürlich und nicht irgendwelche Tipps im Internet gelesen haben. Das ist vielleicht nicht schädlich, aber besonders weit bringt das nicht, so meine Erfahrung. Ja, ich glaube, es ist schon viel Zeitverschwendung. Man kann natürlich hier und da mal bei YouTube irgendwas sehen, auch bei uns. Man kann ja so ein paar Sachen gucken, aber dann muss auch schon vorher eine Entscheidung gefallen sein im Kopf, zu sagen, ich gucke mir das an, um einen gewissen nächsten Schritt zu gehen, um mich vielleicht von einer Person zu überzeugen oder von der Leistungsfähigkeit oder von Referenzen. Aber dieses ganze Selbstlerngedröse für solche Module jetzt, jetzt nicht, wie bringe ich mir Häkeln bei, das ist etwas anderes, aber das ist natürlich gemein, man kann auch schon Häkeln. Aber wir reden ja von Geschäft, von Unternehmern, die eine Mission haben, die haben Verantwortung für Mann und Maus, also für Mitarbeiter, für die Familien auch. Also so sehe ich das als Unternehmer. Der das Geschäft führt, der heißt ja auch Geschäftsführer, der führt das. Und wie führt jemand wie führt ein Mensch ein Geschäft? Durch Kommunikation.
Absolut. Der steht ja nicht selber am Fließband, sondern der muss es irgendwie schaffen, dass seine Führungskräfte, seine Mitarbeiter seine Worte auch dann in die Umsetzung bringen. Und wenn dann das nicht funktioniert, dann geht es ja auch auf die andere Seite nicht zurück. Das heißt, wenn ich also investieren will, wachsen will, meine Zukunft generieren möchte, weiter, größer, weiter, schneller, anders, whatever, dann brauche ich irgendwie Kapital. Und wenn ich Kapital einwerben will oder wenn ich bei einer Bank will oder bei einer Förderschule, und die das nicht verstehen, was wir wollen, darum geht es ja auch, muss es einfach vorher trainiert sein. Also was wir hier besprechen, ist quasi der Raum, der Schutzraum, in dem das vorher durchtrainiert wird, damit es nicht irgendwie anders irgendwie gespielt wird, sondern dass es authentisch, aber durchtrainiert mit vorher gemachten Gedanken arbeitet. Warum? In so Gesprächen stelle ich mir wieder fest, wenn man das nicht trainiert und das einige unserer Kunden, das haben wir früher zugelassen, heute machen wir es nicht mehr, also seit 15 Jahren machen wir das schon nicht mehr. Vorher haben wir gesagt, naja, wenn Sie kein Training wollen, dann werden wir schon irgendwie im Gespräch hinbiegen. Heute geht das ja nicht mehr so stark, gerade so ja. In Online-Meetings. Früher habe ich in Bankgesprächen, wenn wir das offline gemacht haben, immer links neben dem Kunden gesessen oder alle unsere Mitarbeiter sitzen immer links. Wenn wir mit dem rechten Bein dem Kunden im Gespräch auf seine Zehen treten können, wenn er sich da falsch, ne, so unterm Tisch hat. Das machen wir teilweise heute auch noch, das wissen auch die Banken und so. Aber im Online-Bereich geht das nicht. Natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, per zweitem Handy was zu machen und so, aber wir legen doch sehr viel Wert darauf, dass unsere Kunden sehr gut aussehen. Nicht vom Design her, sondern aussehen als Geschäftsmensch, als auch da über alle Geschlechter hinweg, dass die sich sicher fühlen. Und als Bittsteller bei einer Bank kommen. Also, hast du da einen Tipp, wenn du gerade so, wir reden ja von Entscheidern, da ist ja oftmals, ich sage das mal offen, viele sind neurotisch gesteuert, das heißt, ein großes Ego ist da. Und dann sitzt du in so einem Bankgespräch und da sitzt ja, und das ist so eine praktische Situation, da sitzt ja jemand, der ist angestellt. Und der Angestellte aus der Bank verfügt jetzt über die Entscheidungsgewalt, Millionen von Geldern dem Unternehmer, der ist unternehmerisch im Risiko, zu gewähren oder abzulehnen. Jetzt nicht sofort am Tisch und das dauert auch noch mit Prozessen. Aber du siehst die Situation, da ist jemand Unternehmer und ist abhängig von einem klassischen Bankangestellten. Hast du da aus der Tasche zwei, drei Sachen, die du unseren Kunden sagen kannst oder den Zuhörern, wo du sagst, was darf man auf keinen Fall machen, würde ich mich um mindestens einen Tipp mal freuen. Oder auch was du sofort empfiehlst von dem Thema persönliche Kommunikation. Ja, ich habe es im Prinzip schon gesagt. Also mit einem Blick oder mit einem Satz erfassen, was ist das für ein Typ? Wie kriege ich den zu packen? Ist das einer, der darauf steht, dass ich etwas dicker auftrage? Oder ist das dick auftragen, du weißt, was ich damit meine, also das doch sehr, sehr nach vorne gehen, macht das vielleicht sogar dem einfachen Bankangestellten Angst, dass er sagt, um Gottes Willen, Hilfe. Und wenn es da mal ein Problem gibt, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Also eine Mischung zwischen, ja, nicht so dick, aber natürlich sehr selbstbewusst und sehr authentisch auftreten. Und das ist das A und O immer wieder beim Kommunizieren. Also gucken, es hängt auch davon ab, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Wie komme ich bei dem an? Wie kriege ich da was rüber? Und letztlich merkt jeder Mensch, ob er angestellt ist oder Geschäftsführer der Bank, ob der auf der anderen Seite authentisch ist. Das ist das A und O. An der Stelle müssen wir immer wieder arbeiten. Das heißt, das hinzukriegen, dass ich so authentisch wie möglich rüberkomme und dass der andere sagt, ey, das ist unser Mann, dem gebe ich eine Million mehr, als der wollte. Oder unsere Frau, wenn da eine Geschäftsführerin sitzt, die gerne Geld möchte. Ja. Dann hast du schon viel, viel, viel gewonnen. Insofern so ein ganz einfacher Tipp, wie du ihn dann eben auch im Internet findest. Was weiß ich, bleib erst stehen oder setz dich hin oder mach dies oder mach das oder mach jenes. Das ist aus meiner Sicht nicht besonders hilfreich. Sondern natürlich trainiere ich mit den Leuten dann auch, wie kommst du rein? Wie machst du das am besten? Das hängt aber von der Person ab. Wenn zum Beispiel jemand mich fragt, soll ich die Hand in der Hosentasche haben? Beide oder eine oder um Gottes Willen nie. Dann sage ich, das gucken wir uns jetzt bei Ihnen persönlich an und wir gucken mal, wie das in welcher Situation wirkt. Insofern kann ich immer wieder nur den Tipp geben, Leute, mit eurer Persönlichkeit, mit ihrer Persönlichkeit müssen wir arbeiten und müssen hinkriegen, dass Sie selbst ein Selbstbild haben, was ungefähr möglicherweise auch einem Fremdbild entspricht. Das sind auch so Kategorien, lass mich da kurz einhaken, die bei der Kommunikation total wichtig sind. Ne? Also darum geht es. Genau, den Gedanken im Kopf behalten, ich komme hier zurück. Das mit der Hand in der Tasche, das weiß ich jetzt schon, das ist bei uns auch immer ein Thema.
Früher habe ich den Fehler gemacht, zu sagen, nee, das können Sie auf jeden Fall nicht bringen. Sie können auf jeden Fall nicht ins Bankgespräch reingehen mit einer Hand in der Tasche. Das habe ich vor 20 Jahren den Leuten abtrainiert. Aber das hat nur so lange gehalten, wie das Bankgespräch gehalten hat. Danach hat er es wieder anders gemacht. Und das hat ihn quasi selbst asynchron gemacht. Ja. Der war, ich weiß noch, also das kann ich fast wie heute sagen, der war damals älter wie ich. Der hätte, ich will nicht sagen, mein Vater sein können, aber der war damals schon älter. Ich war damals 28, habe die ersten Pläne gemacht und der war so an eine 54, komm ungefähr. Ja, selbst, da wäre ich mit 18 Vater geworden. Und dementsprechend hatte ich mit dem schon ein grundsätzliches Problem. Das haben wir aber geklärt, so ist es nicht. Aber dann wollte ich ihm auch noch beibringen, die Hand aus der Tasche zu nehmen, weil er sie sonst immer drin hatte. Das hat er dann auch getan, weil er uns vertraut hat. Das tun alle so unsere Kunden. Aber es war nicht gut. Warum? Das wiederum hat ihn, weil er es bewusst gemacht hat, davon abgelenkt, er zu sein, der er immer ist. Ja. Und das hat garantiert 1% oder 2% von der Performance gebraucht. Und das merkt man auch, weil dann das Gespräch hätte besser laufen können. Weil er hat ja nicht die Hand in der Hose, wenn er da sitzt. Aber diese 3-4 Meter vom Bankeingang in den Raum rein oder so, diese Sachen, wenn man da einen Menschen schon, und das ist das, was ich auch im Internet immer sehe, deswegen verteufel ich das auch, und sage, ja, das dürfen Sie nicht machen, das und das. Mhm. Wenn es, wie du sagst, zu seiner Persönlichkeit gehört, und deswegen, ich liebe das, was du gesagt hast, ja, dann soll das auch so sein. Genau. Also wenn das jetzt nicht perfekt, aber genau. es würde ihn oder es würde die Person mehr Kraft kosten, dieses eine Handling zu verändern, anstatt seine Stärken auszubauen, was du gesagt hast. Ganz genau. Ich auch diesen Satz. Du sagst das immer alles so lässig nebenbei. Das ist, ja, wir haben das auch. Das ist immer so bei so Experten, so, ja, das ist alles ganz easy und so. Genau. Nee, das ist einfach so, als wenn du von Rechtshänder auf Linkshänder umtrainieren willst. Genau. Naja, weißt du, und ich mache es schon so, dass ich nicht alles durchgehen lasse. Also wenn der jetzt mit beiden Händen da irgendwie reinschlurfen würde. Ja, Schulter runter. Ja, das lasse ich nicht durchgehen. Also da muss natürlich an der Körpersprache, die übrigens intensiver wahrgenommen wird, laut Forschungen, als unsere verbale Kommunikation, also als das, was wir sagen. Die Körpersprache wird in der Regel intensiver wahrgenommen. Insofern, klar gucke ich da drauf mit meinen Kunden in den Trainings oder Coachings. Und wenn es extrem ist, dann muss das auch weg. Also wenn der da mit beiden Händen reinschlurft, das geht nicht. Aber wenn einer lässig, weißt du, wenn das so richtig gut zu dem passt und der hat eine Hand irgendwo lässig drin in der Jackentasche oder Hosentasche oder so und nimmt sie natürlich dann später raus zum Kommunizieren, dann ist das wunderbar. Aber das kann ich nicht allgemein sagen, dass das richtig immer so sein muss. Es gibt sowieso aus meiner Sicht beim Kommunizieren, oder wir könnten ja auch sagen, beim Miteinander umgehen. Das ist nicht Mathe, das ist nicht 2 + 2 = 4, und es gibt kein so und nicht anders muss es sein, so sage ich meinen Trainees immer, sondern wir entwickeln ganz individuell das Beste für die jeweilige Persönlichkeit. Und Persönlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das muss rauskommen. Die Persönlichkeit ist das Entscheidende. Und das muss ich dir ja als jemand, der mit viel, viel Geld hantiert, nicht sagen, dass das eben das A und O dafür ist, dass jemand sich für oder gegen jemanden entscheidet. Ja, und insofern ist das so, also wenn ich einen Tipp geben darf, Leute immer wieder an der Persönlichkeit arbeiten. Übrigens, ich sage dann auch immer, das ist für das restliche Leben, also über solche Gespräche hinaus, nicht hinderlich. Das ist richtig toll, wenn ich gut über das verfügen kann, was ich habe, womit ich arbeiten kann. Also überzeugend auch im Privatleben zu sein, das kennen wir, die wir Familie haben, die wir Kinder haben oder wie ich schon Enkel haben, das kennen wir doch nur zu gut, dass wir durch unsere Persönlichkeit überzeugen, dass dann derjenige sagt, Mama hat gesagt oder Papa hat gesagt. Naja, im günstigsten Fall sagt das Kind das, weil es große Hochachtung vor der Persönlichkeit des Vaters oder der Mutter hat. Richtig. Ja, also es ist insgesamt super toll, wenn man sich mit den Geheimnissen, mit all dem, was an Kommunikation möglich ist, beschäftigt. Vielleicht auch manchmal mit den Wundern oder eben ganz einfach mit dem Handwerkszeug. Es ist viel Handwerkszeug. Also wenn man das beherrscht, da bist du an vielen, vielen Stellen an der sicheren Seite. Ja, ich habe so viele Situationen erlebt, ich könnte jetzt hier Hunderte erzählen, wo ich geschafft habe. Soll ich mal eine erzählen? Ja klar, her damit. Pass mal auf, ich war mal hier, hatte einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund hier in Berlin, wo ich lebe. Und 16 Uhr nachmittags, ich hatte Zeit, ich hatte keinen Stress, komme da rein, Fahrstuhl fährt hoch, Tür des Fahrstuhls geht auf. In dem Raum sitzen gefühlt 100 Leute.
Okay. Da denkst du doch, um Gottes Willen. Ganz weit hinten ist ein Tresen, da sehe ich zwei Damen, ich kann die gar nicht genau erkennen, aber dass es zwei Frauen war, war mir klar. Und was schallte mir entgegen in diesem sympathischen Berlinisch? Glauben Sie ja nicht, dass Sie ja pünktlich drankommen. So, ich war noch gar nicht da am Tresen, das schallte mir schon ganz weit weg entgegen. Und dann habe ich mich auf dem Weg entschieden für folgende Variante, für folgende Kommunikationsvariante, nämlich nicht zu sagen, hier übrigens, ich habe 16 Uhr einen Termin und den möchte ich auch in 5 Minuten wahrnehmen, weil ich weiß, das nützt gar nichts. Da sitzen ja schon 100, die warten. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe zu den beiden Damen gesagt, Mensch, ist das ein Stress hier. Da hatten sie aber heute bestimmt schon wieder Stress. Wenn ich alleine die vielen Leute hier sehe, die jetzt hier gerade sitzen, die Damen fielen vom Glauben ab. Das hatte denen offenbar noch nie jemand gesagt. Man hatte sich noch nie, glaube ich, in sie reinversetzt. Und das ist das, was die Kommunikationstheoretiker mit Adressatenorientierung meinen. Das heißt, die Damen hatten überhaupt keinen Stress. Aber ich habe etwas gesagt, was bei ihnen gut angekommen ist. Und sicher hatten die im Leben schon Stress. Insofern war es ganz bestimmt nicht gelogen. So lange Rede, kurzer Sinn, die kriegten große Augen und dachten, huch, was ist denn jetzt hier los? Normalerweise meckern die Leute und sagen, ich will aber in diesem Moment drankommen. Da ich das nicht gemacht hatte, sagten die sehr freundlich, na, setzen Sie sich mal hin. So, dann habe ich ungefähr 2 Minuten gesessen. Dann, Achtung, kriegte ich einen Kaffee serviert. Keiner von den gefühlt dort 100 Wartenden hatten einen Kaffee für sich. Ich kriegte einen Kaffee serviert. Und weitere 5 Minuten später, ich hatte den Kaffee noch gar nicht ausgetrunken, wurde ich als Erste von den gefühlt 100 Leuten aufgerufen und kam dran. Also, wenn das mal kein Tipp ist, ja. Und das hat was mit Adressatenorientierung zu tun. Man muss natürlich selber gut drauf sein. Wenn ich jetzt selber Stress gehabt hätte, manchmal unterläuft mir das auch, dass ich dann sage, übrigens, ich habe um 4 einen Termin, da möchte ich jetzt auch drankommen und merke, ich komme nicht dran. Das hat nämlich nicht geklappt. Und das ist mal so ein Tipp von vielen, der unter der Überschrift Adressatenorientierung läuft, wie ich viel, viel besser kommunizieren kann und mich selber übrigens dabei viel wohler fühle. Ich erreiche Dinge auch viel leichter und besser, als wenn ich auf irgendwelche Fakten poche und sage, ich habe aber hier um 4 einen Termin. Kannst du vergessen. Also ist mal so ein Beispiel. Ja, aber das ist natürlich total global und nicht despektierlich gemeint, sondern das könnte bessere, so sag ich mal so, also als Spitzen, ich will nicht sagen als Ende gelten. Warum? Ich nehme das mal mit. Und dass du das gesagt hast, erleichtert mir natürlich jetzt auch die Kommunikation mit unseren Kunden. Warum? Ich sage immer, es ist erstmal völlig wurscht, was sie wollen. Deswegen machen wir die Businesspläne auch vorab und trainieren das vorher. Entscheidend ist ja, kann die, bei dir waren es die beiden Frauen, da waren noch zig Leute davor und so eine Bank ist ähnlich. Dieses Bild, was du gezeigt hast, ist exemplarisch für eine Bank. Warum? Stell dir vor, so ein Bankgespräch, die machen ja nicht den ganzen Tag Bankgespräche. Da sitzt also jetzt ein Firmenkundenberater, der hatte schon einen schlechten Tag. Warum? Einer seiner Kunden hat irgendwie das Konto überzogen, sein Chef hat einen schlechten Tag, kann auch sein. Natürlich sind die auch groß mehr geschult und eigentlich müssten die das wegstecken, aber wir sind ja alles nur Menschen. Wir sind Menschen. So, und jetzt, wenn wir unsere Kunden nicht darauf vorbereiten würden, dass das passieren kann, dass der einfach mal schlecht drauf ist, nicht weil derjenige, unser Kunde, das Problem ist, sondern der bringt ja seine Lebenserfahrung mit und seine Situationserfahrung auch des Tages, wie bei den Sachen, die du gerade erläutert hast. Und wenn man dann vorne nicht sofort erkennt, und das ist das, was im Training ja quasi eine Art fast Abfallprodukt ist, die Lässigkeit zu erkennen in den ersten, ich sag mal, 30 bis 60 Sekunden, wer sitzt mir da als Banker gegenüber? Wenn ich das als Geschäftsführer nehme, so wie du das gemacht hast auch, Situation aufnehmen, ich sag mal, Gefahrenpunkte erkennen, weil das ist eine Gefahr. Wenn du da jetzt auch noch reingepoltert wärst, dann hättest du abends um 8 noch gesessen. Und unsere Kunden, ich sage mal, es ist die ersten paar Minuten nicht entscheidend, was sie wollen, sondern können sie mal dem Banker die Luft geben, sie zu erkennen, dass er sieht, wer da vor ihm steht, sitzt und sich dementsprechend präsentiert. Denn das nichts anderes ist das wie eine Präsentation. Denn der hat ja im Vorfeld schon Unterlagen bekommen. Das ist ja kein T- und Erstgespräch, was wir machen. Wir gehen ja nur zur Bank, wenn wir vorher schon Daten ausgetauscht haben und es eigentlich in so eine Art Erstfahndung schon reingeht. Aber wenn natürlich unsere Kunden das nicht trainiert hätten vorher und wüssten, wie die Situation wäre und dann kommunikativ nicht auf dem Top-Level sind, dann vergeben wir einfach, oder der Kunde vergibt sich damit Leistungspunkte, die kriegst du aber nicht hinten drauf gepackt. Wenn die vorne verbrannt sind, weil falsch agiert, falsch erkannt,
nicht genug Raum gelassen dem Gegenüber und die Situation auch mal aufgenommen. Aber wann kannst du als Geschäftsführer eine Situation aufnehmen? Wenn du dir selbst bewusst bist und wie du auch sagst, dir sicher bist, die Situation auch führen zu können. Und dann sind wir bei dem Thema. Also das genau. Ist das, was ich total lieb finde, dass du das so gesagt hast. Das war nicht auch verschiedene, Vorbereitung. Kai, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, auch verschiedene, auch schwierige Situationen erkennen und dafür viele oder vielleicht mindestens zwei erstmal Möglichkeiten haben, wie reagiere ich darauf. Ja. Das trainiere ich auch mit Leuten. Das habe ich übrigens als Live-Journalistin gelernt. Wenn wir Interviews vorbereiten, so zum Beispiel mit Politikern, die ja manchmal auch ihre Meinung wechseln, ne? Innerhalb manchmal auch kürzester Zeit. Du hast ja vorhin einen Namen genannt, unseres aktuellen Bundeskanzlers, da erlebt man das ja jetzt immer mal. Oder ihre Haltung wechseln, das ist oft nicht nur Meinung, sondern sie sind oft auch gezwungen, bestimmte andere Positionen einzunehmen. Und wir bereiten das als Journalisten, und so gebe ich das auch weiter in meinen Trainings so vor, dass wir sagen, wenn er das sagt, gehe ich den Weg. Ja. Und wenn er oder sie das sagt, gehe ich diesen Weg. Und wenn noch was ganz anderes gesagt wird, gehe ich einen dritten Weg. Das heißt, und das nenne ich übrigens das Spielerische, jetzt nicht festgelegt zu sein und einen riesen Schreck zu kriegen und in ein riesen Loch zu fallen, wenn nicht das kommt, was ich gedacht habe, was kommt, sondern darauf vorbereitet zu sein. Das ist auch noch so ein Tipp vielleicht. Also du hast das jetzt angestoßen, danke, konnte ich das jetzt noch sagen. Insofern, das ist auch noch eine ganz wichtige Kompetenz. Wir reden hier wirklich über Kommunikationskompetenzen, die ganz praktisch bei mir zu erlernen und mit mir zu trainieren sind. Das macht übrigens außerdem noch viel Spaß. Ist vielleicht ein Stück weit auch rübergekommen. Das wäre ja, das sowieso. Wie gesagt, dieser Content hier, der ist ganz klar abgegrenzt an so einem Thema, ich bringe es mir mal selber bei, weil alleine jetzt dein letzter Setpunkt, glaube ich, macht jedem klar, dass die Vorbereitung, so wie auch Ronaldo Tore schießt, das trainiert er halt 1000 Mal im Jahr. Und nicht erst dann, wenn andere Leute ihn in den Champions League geschossen haben, sondern der Profi zeichnet sich halt dadurch aus, dass er die Situation beherrschen kann. Deswegen muss er sie vorher durchlebt haben. Ja. Ob das in der Army ist oder ob das im Fußball ist oder ob das im Sportbereich ist. Das ist ja das Entscheidende, dass man das live feilt. Ich sage es nochmal, schleifen am lebendigen Objekt, damit das Ganze dann auch wieder spielerisch durch deine ganzen Tätigkeiten rüberkommt. Also, Petra Schwarz, Berlin sind 3 Keywords. Wenn Sie das bei Google eingeben, habe ich selbst getestet, kommen Sie direkt auf Ihre Webseite. Petra Schwarz, Berlin eingeben. Ja. Ganz entscheidend. Oder www.lebendig-reden.de. Und da sehen Sie auch ganz viele lustige Sachen, die Zuschauer und Zuhörer. Da können Sie sich noch einen weiteren Eindruck verschaffen. Petra Mikrofon bei einer bei einer Radiosendung, die sie aktuell macht, oder bei den ganzen Sachen, die wir hier auch erwähnt haben. Alles, was wir heute besprochen haben, das sehen Sie da in echt und ist nicht nur einfach mal so erzählt, sondern das können Sie 1:1 nachvollziehen. Und da sind auch die Beweise dafür, dass Sie da mit einem richtigen Menschen reden können, der Ihnen da auf jeden Fall einen Riesenschritt weiterhilft, um an dem Punkt Verbesserungsfähigkeit, sagen wir mal, auszubauen. Wie auch Petra schon gesagt hat, ist was fürs Leben. Ne? Ja. Ist was fürs Leben. Also, Petra, wenn ich das hier quasi final an dem höchsten Punkt des Berges mal aufsetzen darf, ich sage dir vielen Dank für die Zeit. Wir verpacken auch die Website von dir in die Shownotes und auch bei YouTube auf die Seiten drauf, dass man das direkt auch da anklicken kann. Du hast tolle Tipps rausgegeben. Ich glaube, es ist auch wesentlich tiefer klar geworden, was lebendig reden heißt und was es auch heißt, dass mit 1:1 oder in Gruppentrainings oder wie du so alles machst, mit Kamera und ohne, den Leuten einen gigantischen Vorteil verschaffst, etwas zu bekommen, was sie vorher nicht hatten und sich somit auch für die Zukunft besser aufzustellen. Ich sage dir einen wahnsinnig schönen Dank. Die letzten Worte gehören aber dir. Mein lieber Kai, ich danke dir sehr für die Möglichkeit. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass Leute davon erfahren, denn es sind viele Scharlatane unterwegs, die behaupten, sie können das. Mhm. Ich kann es wirklich und das sage ich aus vollem Herzen. Ich habe es seit 30, 35 Jahren erprobt. Ich erprobe es weiterhin und ich freue mich sehr, wenn Sie sich entscheiden für mich. Wie gesagt, macht großen Spaß außerdem noch und gute Beziehungen gepaart mit Härte, damit richtig was rauskommt, damit richtig was für Sie rauskommt in Sachen besseres, wirkungsvolleres Kommunizieren im Beruf und vielleicht sogar im Privaten. Dafür stehe ich. Super, vielen Dank an dich und dementsprechend viel Erfolg und einfach mal auf der Webseite weiter reinstöbern und dann dementsprechend in Kontakt mit Petra treten. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und viel Erfolg
weiterhin für Sie alle. Bis dann. Ciao. Tschüss.